Heute bei Barbecue aus Moers, gar nicht in Moers, heute in Duisburg beim lieben Carsten, beim Sons of Barbecue, mit meinem lieben Sohn. Ja. Heute die Surströmming Challenge. Ja, mal gucken, was wir uns da angetan haben. Die Begeisterung wächst. So, pass auf, also ich soll jetzt hier abdecken. Mach mal auf. Ach komm, Quatsch, komm, hier, Arschgelegt, hör mal, weißt du was. So. Na gut, dass ich Schutzbrille aufhabe. So, jetzt geht's los. Na ja, Druck ist raus. Riechst du schon? Ja. Ich riech schon. Also, riechen erstmal. Oh! Oh! Also, der riecht auf jeden Fall wie schon mal gegessen. Ja, der riecht eher, wie will man nicht essen. Boah. Aber ja. Carsten, möchtest du zuerst? Beim Einatmen. Weißt du, was wir nicht haben? Wir haben kein Messer, um da zu zerteilen. Dann legst du einfach hier auf die Serviette und dann zerteilst du es darauf. Also. Oh. Mittelfinger. Ja. Und, hast du nicht ein größeres Stück? Kennst du die ganze Dose? Nimm, mach das doch mal. Arschgelegt, 3,50 Leute, hör mal. Mut, alles für den Dackel, alles für den Kuh. Na, du hast noch eine Grete. Sehr lecker. Hier, mach mir auch mal so. Aber etwas kleiner würde ich ruhig nehmen. Das schmeckt super, Carsten. Mhm. Das ist eine Delikatesse. Ich glaube nicht. Man muss aber auch klein mal. Also so einen ganzen hau ich jetzt nicht rein. Nee, gib mir. Ja, mach mal hier so zwei Stücken ab. Ja, ja. Warte. Das Schlimme ist noch lange. Wo kommt das denn alles her? Aus dem tiefsten Schweden. Ey. Oh, warum lassen die Grete da dran? Ja, das ist ja schon mal... Ja, komm. Also wenn du den Sud haben willst oder so? Nee. So zum Einmachen noch? So, ne? Ja, cheers. Der Geschmack geht. Der Geschmack geht. Ist schön salzig. Aber ja, der Geruch ist... Ja. Oh, ein Träumchen. Lecker. Also sagen wir mal so. Ich glaube, davon bleibt Challenge bestanden, oder? Ja. Wir haben es probiert. Aufessen? Möchtest du? Die Hühner freuen sich bestimmt. Ich hoffe. Ich glaube auch.